Ich befinde mich an der Filmhochschule in Potsdam und hier besuchen wir den YouTube-Star und Filmemacher Firas Al-Shatter und stellen ihn 12 Fragen. Jetzt! Hast du ein deutsches Lieblingswort und wenn ja, welches? Naja, es ist immer Verschiedenes. Also, es ist, kommt darauf auf Zeit und jetzt Perspektive. Warum? Weil es ist von jedem Mensch zum anderen Perspektive, ist einfach anderes. Und finde ich einfach dieses Perspektive von dem Wort Perspektive ist schön. Was müsste passieren, damit du dir ein Schnurrbart rasierst? Nix. Also wenn ich Bock darauf habe, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja, mache ich das momentan nicht. Ich mag den. Okay. Du bist auch als DJ unterwegs. Früher hast du Leute das Mikrofon auf Demonstrationen angefeuert. Wo ist da eine Gemeinsamkeit? DJ unterwegs, naja, ich bin überhaupt nicht so ein, ehrlich gesagt, DJ, der professionell oder so. Ich mache nur einfach oft da so wie Spaß mit Freunden, überall, aber es ist so Hobby. Und vorher mit dem Mikrofon auf den Demonstrationen, das war die Idee mehr zum Freiheit, also für Freiheit kämpfen. Mhm. Ich wollte nicht kämpfen mit den Waffen, sondern mit meinem Ton. Mhm. Du bist, bevor du in Deutschland warst, nie mit dem Fahrrad gefahren. Warum? Erst bei uns, so, es gibt nicht so viele Weg, also wir haben überhaupt gar keinen Weg, Fahrradweg oder so. Und zweitens, wir haben immer viele Off-Berge und so weiter. Und ja, billigst, dass du einfach mit dem Mikrobus fahren unterwegs. Deswegen ja, bin ich nie Fahrrad gefahren. Was vermisst du am meisten aus Syrien? Was vermisse ich am meisten am was sieht man hier nicht? Was vermisst? Jetzt ist es schon 1.30 Uhr und es gibt etwas, was man hier alle vermisst. Sonne. Gibt es hier überhaupt gar keine Sonne? Für mich auf jeden Fall auch der Geschmack, das Essen, das syrische Essen oder das syrische Gemüse. Also wirklich, das spielt eine große Rolle mit dem Essen. Für mich auch meine Eltern, meine Freunde, ja, den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ja, das ist viele Sachen. Die Anfangszeit in Deutschland bezeichnest du als Kamelphase. Was heißt das? Kamel, also der Kamel, es ist ein Tier, der viel Geduld hat, sozusagen. Und am Anfang musst du hier Geduld haben, so in einem Flüchtlingsheim zu leben, um Sprache zu lernen, um neue Kontakte aufzubauen, Wohnung zu finden, Papier zu bekommen, Bürokratie. Das braucht es noch viel Geduld. Du bist 26, schreibst aber, du fühlst dich wie 35. Warum? Ich bin 25. 25? Ja, genau. Ich bin 25. Also, naja, es kommt darauf an, so, wenn man ein bisschen viel Erfahrung hat in das Leben, mehr als die Leute, die in seinem gleichen Alter, dann ist es ein bisschen, auf einmal bist du erwachsener geworden, obwohl du das nicht willst. Also, es ist wirklich von Mensch zu Mensch ist es anderes, aber. Ja, es ist, wenn du viel Erfahrung hast, dann bist du einfach im Prinzip ein bisschen älter. Worüber hast du zuletzt gelacht? Zuletzt gelacht? Eine sehr witzige Frage. Ja, jetzt letztes Mal, dass ich gelacht habe, aber deine letzte Frage. Ja, ich weiß nicht mehr, aber ja, deine Frage war witzig. Okay. Und worüber hast du zuletzt dich aufgeregt? Warst du wütend? Ja, ich habe mich aufgeregt letztes Mal über meinen Nachbar wieder. Vielleicht hast du schon über meinen Nachbarn das Buch gelesen. Ja, letztes Mal, ja, vor 3 Tagen, der hat mich nochmal genervt. Du willst ins Kino gehen. Die Filme Syria Inside und Snowden laufen gleichzeitig. In welchen Film gehst du? Syria Inside kenne ich schon und ja, aber trotzdem komme ich rein und gucke die Aktion. Die Leute, wenn die das Film gucken, muss es nicht den ganzen Film anschauen und inzwischen immer gehst du in Snowden. Okay. Bei YouTube nennst du dich Zucker. Warum nicht Salz? Salz, nicht jeder mag Salz, aber Zucker, jeder in Kindheit hat Zucker gemocht. Also Zucker, die Kinder, jeder, egal woher kommst du, Zucker versteht man jeder, in jeder Sprache. Also Zucker ist auf Arabisch, Zucker auf Englisch, Zucker auf Deutsch, es ist fast überall die gleiche. Was motiviert dich morgens aufzustehen? Ah, weil die Sonne neu erscheint. Das ist eine sehr Motivation für mich, dass es jeden Tag scheint die Sonne neu und deswegen muss man aufstehen und hierher kommen, weil ich 1,5 Stunden fahren muss von Berlin her. Ja, das stimmt, wir auch. Ja, danke schön, super. Ja. Bitte, bitte, bitte.